Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt zusammen mit mir, dem Rio und dem lieben Alka Rambach. Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ihr auch bei mir reingeschaltet habt. Und ihr habt schon richtig gehört, es gibt ein neues Projekt auch bei mir. Wir haben da zusammen ein kleines Konzept ausgetüftelt und ja, vielleicht erklärst du es mal ganz kurz, Rio. Ja, allzu neu ist es nicht. Also ich kenne es zumindest schon mal so von anderen, aber vielleicht für euch wird es bestimmt neu sein. Battlefield 1, ihr seht es ja schon. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir die Operation abfilmen. Ihr seht sie bei mir jetzt gerade auf jeden Fall auf dem Bildschirm, beim Andi bestimmt auch. Und davon gibt es 4 an der Zahl. Kaiserschlacht, In die Hölle, Eiserne Linie und Öl der Imperien. Und wir werden zusammen diese Operation spielen. Aber jetzt kommt der Clou, den euch Andi erklärt. Ja, der Clou ist mal was anderes, weil wir hatten ja schon in der Vergangenheit Togethers. Und ich fand bei den Togethers es schon immer sehr stimmig und es hat zwischen uns immer gut harmoniert. Aber es war halt trotzdem das gleiche Material auf beiden Kanälen. Und ich glaube, gerade die Operationen bieten jetzt die Möglichkeit, sehr schön für uns einen Teil sozusagen auf dem einen Kanal bei Rio zu zeigen, den anderen bei mir. Und dementsprechend ist unser Plan so wie jetzt folgt, dass der erste Teil bei Rio zu sehen ist, also der erste Teil der Operation werdet ihr bei ihm auf dem Kanal sehen. Zeitgleich werde ich aber auf meinem Kanal den zweiten Teil bringen. Das heißt, ihr könnt euch entweder bei Andi oder bei mir den einen Teil angucken, dann gibt es natürlich eine Querverlinkung zu dem anderen Teil und könnt euch den anderen Teil bei dem anderen Kanal angucken. Eigentlich relativ simpel für euch, unerinnert sich da eigentlich nichts, außer dass ihr zwei Perspektiven seht, zwei Spielweisen, was vielleicht auch ganz interessant ist und vielleicht der Name unter dem Video ein anderer ist, aber dadurch, dass ihr wie gesagt immer auf den Link klicken könnt, ist da eigentlich kein großartiges Problem bei. Genau. Das war's eigentlich auch schon und ich würde sagen, wir starten dann eigentlich gleich mal ins Spiel und sehen uns dann bei mir in der ersten Operation und bei Andi dann in der zweiten. Genau. Bis gleich. Tschüss. So, und jetzt also auch die erste Folge bei mir, aber wieder erwarten, keine neue Folge, weil jetzt ist es was passiert, was wir so gar nicht erwartet hatten. Nämlich, wir konnten gewinnen bzw. verteidigen und dementsprechend gibt es eine neue Operation und das ist In die Hölle, heißt das Ganze. Und hier in dem Fall müssen wir aber angreifen und sind jetzt Amerikaner und kämpfen gegen die Deutschen, wie soll es anders sein? Ja, ist eigentlich ganz nett, dass wir jetzt mal aus der anderen Perspektive das Ganze sehen, also aus dem Angriffsmodus. Bei mir habt ihr das ja im verteidigenden Modus gesehen. Ui, da kam direkt einer auf mich zu. Jetzt muss ich kurz mal stoppen. Und das war noch die Hand. Nein! Da dachte ich, kann ihn rausnehmen, aber klappt nicht. Bitte? Ich weiß übrigens, warum ich besser spiele, wenn ich nicht aufnehme. Das Spiel ist dann viel flüssiger. Also das merke ich schon echt erheblich. Okay. Wegen G-Sync und so, das... Wer noch nie einen 144-Hertz-Monitor oder G-Sync hatte, der kennt sowas nicht, aber... Alter, Hellriegel 1915. Aber wenn du irgendwie nur auf 60 FPS begrenzt bist und dann auf einmal wieder über 100 FPS... Ja, klar. Ist schon ein krasser Unterschied. So, mal hier den Mörser auspacken. Kannst du ganz kurz vom Mörser runtergehen, dann kann ich für dich spawnen. Warte. Macht man mit Mörser gut Schaden oder triffst du damit auch was? Ja, geht schon. Aber dann mache ich das mal auf der anderen Seite. Ach, jetzt kommt da einer und statt dass der vor mir steht, den rausnimmt, nee, geht der nur auf mich im Mörser. Feind getroffen. Treffer. Versenkt. Das ist eine ganze Menge, du. Kann ich ja voll reinhalten. Ja, ja, das ist eigentlich das Lästige am Mörser. Macht zwar nicht immer 100 Schaden, aber... Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr. Ah, also auf dem Bunker selber bringt es nichts. Habe ich gerade getestet. Ich glaube, der hat mich mit seinem Mörser und ich ihn mit meinem Mörser gerade aus dem Spiel genommen. Sehr lustig. Ich gehe mal auf Medic. Willst du jetzt Medic? Ich werde jetzt mal den Medic ausprobieren und mal da vielleicht versuchen, vorne ein bisschen was wieder hochzuholen und sonstiges. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Erste Hilfe. Da hinten stürmen jetzt alle ran. Gießen wir da mal ein bisschen hin.
Ich helfe dir. Erste Hilfe, nimm schon. Bam. Braucht jemand Erste Hilfe? Nee, ich glaube, den Mörser mag ich auch. Ja, der Mörser ist sehr geil. Der gefällt mir wirklich gut. Hat das MG eigentlich einen Stand? Erste Hilfe, greif zu. Danke. So, B ist erobert. Das war schon mal sehr schön. Oh, jetzt hat er mich rausgenommen. Komm, heil mich wieder. Bring mich ins Leben. Jo, sehr schön. Oh, lol. Und dann kommt gleich wieder einer. Aber B haben wir geholt. Das war sehr schön und sehr wichtig. Obwohl ich erst 1-4 habe, lege ich von den Tickets ganz gut vorne. Sanitäter gesichtet. Komm mal. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Wir verlieren Einsatz. Komm mal. Ach Gott, und dann doch eine Gasgranate. Wie ist zu sterben? Ist schon undankbar. Ja, wiederbelebt. Schnell die Gasmaske nicht mal aufsetzen. Yay, yeah, ich bin an der Kanone. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Lass mich deine Wunden versorgen. Verlieren B? Wodurch verlieren wir den B? Oh. Da renne ich in eine Brandgranate. Och, wie fies ist das denn? Wir haben noch 20 Soldaten. Gerade voll in den Bunker reingehalten und erstmal 2 Kills bekommen. Schön. Ich bin hier sehr, sehr teamdienlich gerade mit meiner Spritze unterwegs. Ich sehe so einen Totenkopf und mit der Spritze vom Sunny. Ach so. Totenkopf und sofort, weißt du, man will ihn sofort reanimieren. Das eigene Leben ist komplett egal. Ja, du kannst auch ein Stück vorfahren, Kollege. Nein! Ach. Ja, dann kriegen wir jetzt dafür das Luftschiff. Aber das ist natürlich schon fies, dass wir noch nicht mal die erste geschafft haben. Ja, so wie letzte Runde wir als Verteidiger, ne? Ja. Einen Sektor musst du eigentlich schon machen. Aber gut, das. Ach, schwierig. Schade auf jeden Fall. Absolut. Absolut. Wir bekommen Verstärkung durch ein amerikanisches Luftschiff. Weil die Amerikaner hatten ja so viele Luftschiffe. Hey, absolut. Da würde ich ja jetzt gern rein. Er ist natürlich schon direkt voll. Da so schnell kann man gar nicht drücken, wie das Ding voll ist. Ja, weil die Leute denken, dass sie da teilweise Kills mit abstammen könnten mit dem Ding. Aber dass wir den gleichen Zeug jetzt nochmal einnehmen, ist uns echt undankbar. Das wird schon. Oh, Wachsoldat, das nehme ich mir. Ach Gott, ey. Nehme ich schon 2 mit und dann kommt der dritte und holt mich dann. Bin Wachsoldat. Uhu. Wupp, wupp. Ist das der fett gepanzerte oder was? Ja. Ah, der ist auch fies, du. Ist fies geil, du. Oh, ich bin im Luftschiff. Ich bin zwar oben an auf so einer MG, aber das ist mir egal. Kriegt ja hier trotzdem an der Gasgranate. Aber man kann ja hier mit erobern, das ist ja fies. Womit? Mit dem Luftschiff. Achso, du bist wir Luftschiff. Wir nehmen gerade A ein, ja, ich bin oben drauf. Also wirklich oben. Mhm. In dem MG-Ding. Ja. Aber egal, krieg halt eine Beifahrerhilfe so lang. Außerdem habe ich eine schöne Sicht hier auf das Schloss mit dem schönen Garten. Und dann passt das doch. Ja. Was will man mehr, ne? Wenn jetzt noch ein gegnerisches Flugzeug käme, wäre noch schöner.
Einsatzziel Albert erobert. Spotten kann ich hier so wirklich nicht was. Flugzeug hat der Gegner scheinbar gar keins. Den habe ich. Oh, wie hier einfach vier Mörser gerade stehen. Ja, die Mörser sind auch so sehr, sehr ordentlich. Ich meine, ist ja hilfreich, ne? Ja. Boah, der ganze Punkt, da wird gerade zubombardiert von Mörsern. Ja, und dann hast du halt noch das Luftschiff, da sitzt man auch zu sechs drin, den nehmen auch dann alle ein. Also das ist schon... ...im Brandenburger Graben. Ich höre die ganze Zeit ein Flugzeug, ich sehe es aber nicht. Wo ist es denn? Und dann bin ich deine eigenen Motoren, ne? Ich denke nicht. Also außer die klingen auch so wie die Flugzeugmotoren. So, jetzt gehe ich aber da mal in den Kampf rein. Nice, Sektor erobert. Säubert den Sektor von Feinden. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Soldaten. Okay, also mit der MG kriegt man auf die Leute, die unter einem laufen, nicht wirklich was raus. Oh, jetzt kriegen wir auch dort deutlich Damage. Oh, da kommen Flugzeuge, endlich. Endlich kann er mal was machen. Ja, ist wirklich so. Oh lol. Mein Mörser steht scheiße. Aber jetzt kriegen wir ordentlich von der Flak oder was auch immer das sein soll. Okay, ich glaube, da ist ein gegnerisches Flugzeug gerade in uns reingebrettert. Luftschiff hat ja sogar noch einiges an Leben. Ja, wir sind noch halb. Nein, nein. Vorsicht, Flugzeug! Aber die Flak, die macht uns gerade... ordentlich alle. 45% und weiter rapide fallend. Das Luftschiff sollte jetzt, also schade, dass der Ding jetzt nicht mehr für die Punkte geht. Jetzt wohl doch langsam wieder. Mal hinten drin sitzen. Da konnte ich den Punkt nicht halten. Jetzt dann nehmen wir wieder ein. So soll das. Wir haben ein Vorsichtsziel, ein Soldat erobert. Oh, jetzt bin ich hier in dem MG. Feindpanzer da drüben. Alter, ist da unten viel. Da drüben. Aber sieht tatsächlich schick aus. Flugabwehr da drüben. So, ah, oh, den Feind getroffen, 93. Ich könnte hier oben mal meinen Mörser aufstellen. Kann ich ja, und ich habe ihn rausgenommen. Haha, der Mörser, wir machen uns erstmal keinen Stress. So, Flugzeug auch. Vorsicht, das ist einer ihrer Soldaten. Oh nein, ich falle! Busch, da drüben! Direkt die Aufmerksamkeit von allen gehabt. Soldat gesichtet! Ja, und die nächste an der Flak rausgenommen. Flugabwehr Batterie direkt voraus! Aber 6% halt noch, gell? Einsatzziel Bertha.
Ja, ist bald vorbei, ne? Mit dem ich steig aus. Oh, ich bin oben drauf. Wo springe ich runter? Da ist er. Alter. So, und tschüss. Nervt ein bisschen gerade. Es ist nicht so leicht wie, oder in Anführungszeichen, davor, aber deutlich. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Wir haben noch die Hälfte unserer Truppen. Ach Gott, Meister, Meisterschütze da hinten in seinem Scharfschützgewehr. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Schade, dass wir den Cheater nicht auf unsere Seite haben, aber der scheint auch nicht mehr zu spielen. Zumindest ragt da keiner mehr so hervor. Das war eine neue Lobby. Ach, das war eine, okay. Ach stimmt, das war eine neue Lobby. Ja, never mind. Vergiss, was ich gesagt hab. Ja, so richtig an Abschüsse komme ich aber gerade auch nicht, du. Ich, also ohne Schmarrn, diese Scharfschützen in dem Spiel, die gehen mir aber, so, jetzt spiele ich auch ein. Gehen mir die auf den Keks. Oh, jetzt steht da ganz hinten einer. In diesem scheiß Berg hängt ein Scharfschütze. So, mal kurz gucken. Vierfache Vergrößerung ist das Maximum. Visier, nehmen wir mal das. Zack. Das gibt's nicht. Irgendwann flippe ich hier aus bei dem Spiel gerade. Das schaut nach dem Sektormäßig auch wieder sehr schlecht aus. Feindlicher Panzer in Sicht. In der Tat, ja. Ach, unglaublich. Ja, einmal noch, aber das dürfte. Das wird zu knapp. Das war's. Wir müssen jetzt noch rein theoretisch, wir kriegen gerade mal einen hier noch zu. Ja, nee, das, wir müssten alle drei, da muss man kein Hellseher sein, dass das unglaublich anstrengend werden dürfte. Wir bekommen Verstärkung durch ein Luftschiff. Durch ein Luftschiff. So, diesmal bin ich drin, aber unten an der Flak, egal. Auch mal schön aus der Perspektive zu sehen. Seht ihr? Das ist eine ihrer Soldaten. Soldat gesichtet. So, wo sind denn noch Soldaten? Oh, egal. Hier ist auch Sniper. Vorsicht, Panzer! Albert erobert.
Welcher Soldat? Da! Also Kills kriegt man im Luftschiff, ohne Frage. Aber man kann auch vom Sniper rausgeschossen werden. Oh, ist das fies, du. Okay, das habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber da nimmt mich der mit einem gekonnten Schuss wirklich raus. Ha, ich krieg aber das Ganze nochmal. Alter, warum treffe ich ihn denn nicht? Ah. Jetzt hab ich also die Sniper, die muss man sagen, die können echt gut gegen das Luftschiff arbeiten. Besonders gegen so einzelne freistehende Schützen da an Bord. Der Soldat dort, das ist ein Cherry. Wir haben den Sektor gesichert. Na ja, wenigstens den Sektor gesichert. Das ist einer ihrer Soldaten. Ja. Oh, jetzt bekommen wir aber auch mal ordentlich auf die Mütze, du. Einer ihrer Soldaten. Bleibt er stehen. Flugabwehr genau vor mir. Ah, der Panzer, der ist da natürlich auch hart im Nuss da drin. Feindlicher Soldat, da! Ja, ich schieße da gerade mit der Feldartillerie rauf. Ja, ich hab ihn. Sehr schön. Ein Speer! Aber nicht zerstört, da stand nur ein Typ dran. Das hab ich ihn beschädigt. Jetzt ist aber das Ding bei 3%, das heißt, das geht jetzt auch gleich wieder mal in die Binsen. Nur beschädigt den Panzer. Jo, da stürzt er ab. Ich glaube, jetzt ist der Panzer kaputt. Ein bisschen auch selber snipen, wenn es die Gegner mal so leidenschaftlich gern tun. Dann warum nicht auch mal wir? Einsatzziel Albert. Wir haben Einsatzziel Bertha. Da ist schon wieder ein Panzer, hey. Die Hälfte unserer Truppen.
aber gut. Leider haben wir A wieder verloren. Ich bewege mich nochmal zu dem Feldgeschütz und versuche auf den Panzer zu wirken. So. Also mit dem Sniper läuft es gerade ganz solide. Boah, fein neu getroffen. 99, ein Hitpoint mehr. Ah, Hilfezelt als Kill. Das ist doch nett. Vielen Dank, Battlefield. So. Huch, langsam bin ich out of Ammo. Da holt er sie alle weg hier. Aktiver Sniper. Ich brauche wieder Munition. Ach, war der knapp. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Ah, WTF, ey. Die nehmen immer ein Ziel. Wir kriegen eins, die nehmen wieder eins. Ah, haben wir jetzt gerade wieder eingenommen. Dafür haben sie jetzt Cäsar genommen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich gerade. Nein, ich wollte ihn unbedingt messen. Ich hatte keine Munition mehr an meiner Waffe. Oh, ich kann auf ihn rauf und hatte keine Munition mehr an der Waffe. Das ist auch scheiße. Boah, ich hab grad geschossen. Ich hatte nur noch einen Schuss im Clip. Weil ich nicht nachgeladen hab. Die nehmen schon wieder A ein, ey. Das gibt's doch gar nicht. Kann gar nicht wahr sein. Ist aber einfach auch... wenn es gerade nicht passt, aber es schaut einfach alles so schön aus in dem Spiel. So unfassbar. Puh, das war aber knapp jetzt hier mit dem Gas. Das war ja gemein. Den habe ich direkt ins Rücken, in den Rücken geschossen. Ja, wir haben nur noch 4 Tickets. Ja. Was? Ach, da ist noch ein Trupp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, unterm Strich lief die Runde, aber dank Behemoth und hier schöner Sniper-Action am Ende, muss man sagen, noch gut ab. Leider mit einem schlechten Ende, mit der Niederlage. Man kann nur spekulieren, was passiert wäre, wenn das deutsche Heer die Mars-Argonnen-Offensive zurückgeschlagen hätte. Nach 4 Jahren war das deutsche Volk des Krieges längst überdrüssig und das Reich begann zu bröckeln. Und da immer noch amerikanische Truppen in Europa landeten, wäre ein Sieg der Entente wohl noch immer möglich gewesen. Aber schauen wir mal, Punktausbeute ist ja auch immer noch vorhanden dementsprechend. Ein paar Pünktchen noch mitgenommen. ...1,3 knapper Sieg. Die Highlights hat weder Rio noch ich geschafft, in dem Fall leider. Battle Packs. Oh, Rio Cut hat ein Battle Pack. Battle Pack. Glückwunsch. Nice, mein erstes Battle Pack. Sehr schön. Ja, ansonsten, ich glaube, wir haben uns wacker geschlagen. So ich bin halt wieder eben. Nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie läuft das heute bei mir nicht rund. Ich mach zwar KDs, aber ich krieg keine Kills. Ich muss mehr auf den Punkt gehen, glaube ich.
Naja, trotzdem war es schön. Ich hoffe, euch hat das Konzept heute mal gefallen. Zwei Runden in verschiedenen Art und Weisen zu sehen, zeitgleich auf den Kanälen. Wie gesagt, ich denke auch, abonniert uns. Wir freuen uns beide sehr herzlich darüber, den jeweils anderen umso mehr. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao.